Ja, Inga Wiele vom Gezeitenraum. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz sagen, was ist überhaupt der Gezeitenraum? Wer seid ihr? Was macht ihr? Und ja, wofür steht ihr eigentlich? Ja, also Gezeitenraum ist eine kleine Beratungsfirma, die hier in St. Peter-Ording ansässig ist. Wir beraten Kunden, die sich im digitalen Wandel fragen, wie finden wir die besten Rezepte dafür? Und unsere Überzeugung ist eben die, dass die technologische Umsetzung im digitalen Wandel eigentlich gar nicht das Schwierige ist. Das Schwierige ist rauszufinden, welche Bedürfnisse haben die Kunden, die noch nicht optimal befriedigt sind und die man durch ein digitales Angebot besser ansprechen könnte, oder wie kann man sich dem Thema darüber nähern, dass wir den Kunden besser verstehen. Okay, du hast es schon angesprochen, ja, digitale Themen und auch technologische Entwicklung, das sind natürlich präsente Aspekte, die momentan diskutiert werden. Das kann auch ganze Geschäftsmodelle in Frage stellen. Da fällt dann häufig der Begriff Disruption. Was verstehst du denn darunter unter Disruption? Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir den fast schon inflationär verwendet sehen. Wir sehen auch den Begriff Innovation inflationär verwendet. Also ich glaube, dass man wirklich auch unterscheiden muss zwischen Innovation und Disruption. Disruption wäre wirklich, wenn mein Geschäftsbereich langsam im Grunde genommen durch einen Nischenanbieter aufgefressen wird, in Anführungszeichen, den ich vielleicht am Anfang unterschätze und der auf einmal in einem Maß wächst, das ich nicht mehr beeinflussen kann. Das ist für mich Disruption. Also so ein unbemerkter oder fast unbemerkter Anfang, vielleicht auch ein, es macht mir nichts aus, der frisst eh nur das auf, was bei mir eine niedrige Marge hat oder so, und ich gebe das ganz gerne ab und nach knabbert der mir so Stück für Stück ab und überrascht mich auch mit Dingen, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Und ja, wenn jetzt ein Unternehmen gerade merkt, dass da so ein neuer Mitbewerber sozusagen ist, also ich bin schon als kleiner Hotelier beispielsweise seit vielen Jahren am Markt präsent und merke, okay, da ist jetzt ein neuer Player und der ist jetzt vielleicht innovativ aus meiner Sicht aufgestellt. Wie kann ich da reagieren als kleines mittelständisches Unternehmen? Gibt es da so ein paar Grundaspekte, die man erstmal berücksichtigen kann vielleicht? Du sagst, wenn ich es bemerke, die meisten bemerken es ja überhaupt nicht. Und das hat viel damit zu tun, dass die vor allem kleine Unternehmen sehr häufig stark hierarchisch geführt sind, denn der Inhaber hat ja keinen so einen breiten Fokus, also er muss auch nicht so viel delegieren nach unten an Verantwortung. Er kann aus seinem eigenen Geschäftsdenken, aus seinem eigenen unternehmerischen Denken sehr gut Situationen in der Regel einschätzen und er weiß auch, dass er das besser kann als seine Mitarbeiter. Und genau da ist der Knackpunkt. Wir haben heute eine Geschwindigkeit der Veränderung, dass ein Einzelner nicht mehr komplett erfassen kann. Und wir müssen mehr diese Antennen, die vielen Antennen, die wir im Unternehmen haben, also in den Mitarbeitern, nutzen. Das heißt, zum einen, Mitarbeiter müssen mehr auf eine Art und Weise den Markt oder ihren Geschäftsbereich betrachten, wie es eigentlich ein Geschäftsführer tut. Oder ein Inhaber, der eben unternehmerisch denkt. Und zum anderen müssen sie dieses Ärmel aufkrempeln, dieses Anfangen zu tun und Dinge zu verfolgen, stärker sich zutrauen. Das mussten sie ja jahrelang gar nicht. Vielleicht hat man es ihnen sogar abgewöhnt. Und wir denken einfach, dass zum Beispiel Design Thinking eine gute Methode ist, um dieses einerseits dieses Denken, dieses beobachtende Denken und Verstehen der Bedürfnisse von Mitarbeitern zu stärken, also der Verstehen der Bedürfnisse von Kunden, dass die Mitarbeiter das besser können, das zum Verstärken, aber ihnen auch beizubringen, wie setzt man denn Dinge um, wie geht man die an? Okay, also quasi einzelne Geschäftsbereiche hinterfragen, reflektieren auch oder auch einfach mal von außen, Blick von außen bekommen, ob das so sinnvoll ist, was man vielleicht schon seit vielen Jahren macht oder ob das auch zielführend ist und was man vielleicht auch an neuen Methoden mal wagen kann oder auch die Strukturen vielleicht, die hierarchischen Strukturen vielleicht auch mal aufbrechen. Es geht mir schon fast zu weit. Mhm. Also
was wir heute halt typischerweise beobachten, ist, ein Geschäftsführer geht auf Messen, der spricht mit Kunden, der macht teilweise Vertrieb, der guckt sich Neuheiten an, der tauscht sich mit anderen Unternehmern aus. Das macht aber nur der Geschäftsführer. Und wir sehen ganz wenig, wenn wir zum Beispiel auf eine Konferenz gehen, dass wirklich Leute von der Basis da sind, dass dann ein Ingenieur, der vielleicht kein leitender Ingenieur ist, mal da ist, sondern es sind immer so die Führungskräfte. Und die eigentlichen Umsetzer, die Köpfe, die sich nachher die Lösungen ausdenken, die haben gar keinen Bezug zum Markt und zum Kunden, wenn sie nicht selber von sich aus ein starkes Eigeninteresse haben. Und auch dieses Eigeninteresse geht oft verloren, wenn es nicht gefordert ist. Einer, der fünfmal das Gefühl hat, auf mich hört ja sowieso keiner, der wird beim sechsten Mal seine Idee nicht mehr äußern, geschweige denn überhaupt versuchen, die umzusetzen. Okay, also sämtliche Mitarbeiter sollten sich dann vielleicht, also konkret, wenn man jetzt in die Praxis geht, an einen Tisch setzen und beispielsweise einfach mal erstmal eine Bestandsaufnahme machen, dass das und dann sich verschiedene Methoden dann des Design Thinkings aneignen. Konkret, gibt es da irgendwie so ein Stichwort? Also wie kann das aussehen beispielsweise? Also zum einen zusammensetzen ist schon mal gut. Man kann zum Beispiel, man kann ja auch sowas wie ein Business Model Canvas mal nutzen und erstmal gucken, wer sind wir überhaupt? Haben wir überhaupt ein einheitliches Bild, wer wir sind, und verstehen alle Mitarbeiter eigentlich unser Geschäftsmodell überhaupt? Das ist schon mal ein guter Anfang. Und als nächstes fragen, ist es da, wo wir stehen wollen? Oder wollen wir das verändern? Und wenn wir es verändern wollen, was müssen wir tun? Aber auch wenn wir es erhalten wollen, was sind jetzt die Herausforderungen? Und wir haben einige Kunden mittlerweile, die sich zum Beispiel untereinander austauschen. Also die dann praktisch sich treffen, auch mal ohne uns, sich teilweise sogar mittlerweile gegenseitig moderieren und sich gegenseitig Feedback geben. Also eine stärkere Öffnung auch, weg von diesem, ich behalte mein ganzes Wissen für mich, denn mal ganz ehrlich, das Wissen ist gar nicht die Stärke, das Wissen ist nachher diese Umsetzung und immer dieses Erkennen, wer bin ich, was kann ich meinem Kunden bringen. Und das hat einerseits die Komponente, wer bin ich und mich gibt es nur einmal oder die Firma gibt es nur einmal. Und auch meinen Kunden richtig zu verstehen, das ist ja immer auch ein Aspekt, also welchen Aspekt verstehe ich? Und dann kann das gleiche Wissen in unterschiedlichen Lösungen sich manifestieren. Und das haben viele erkannt, dass sie sagen, es ist gar keine Gefahr, wenn ich dem anderen sage, ich mache das jetzt so und so oder ich habe das und das neu gelernt, weil der es ganz anders nutzen wird eventuell.